What was it like walking down our red carpet here in Karlsruhe? It was like a dream, you know? Everybody was so warm and they give us a very beautiful welcome. So it was amazing. Was everybody screaming, Michael, Michael? Yeah, they did it. And I'm proud because they feel out through me a little bit, Michael. So it was good to see the fans and everything around. Wie war es, der Gang über den Teppich? Wir sind gerade hier in Kamera, wenn du das live gleich ins Internet tragst. Aufregend, weil da stehen ja so viele unglaublich junge Leute und ich habe eigentlich gedacht, es gibt da überhaupt kein Geschrei, aber es war das genaue Gegenteil. Wir haben ganz viele heute gehabt, die gesagt haben, Tokyo Hotel und Westernhagen, das finden die, ich muss sagen, in der Jugendsprache, das finden die cool. Finden Sie, das passt zusammen? Ja, warum nicht? Aber ich schätze die Band eigentlich sehr und ich finde, dass gerade Kaulitz eine Figur ist, die es in Deutschland bisher nicht gab. Und ich hoffe, dass es überlebt. Ich meine, das ist immer so eine zweischneidige Sache, weil wenn es dann auf der Teenie-Schiene läuft, ist es unglaublich schwer, da wieder rauszukommen. Aber ich hoffe, dass Sie das schaffen, weil ich glaube, da ist wirklich Potenzial. Sie bekommen heute Abend ja einen Preis, deswegen sind Sie da. Was bedeutet Ihnen denn die Auszeichnung? Das ist für einen Reporter immer was Besonderes, weil er ja sonst keine Art der Auszeichnung hat. Also ist eine Anerkennung, die natürlich vor allem auch unser Team bekommen sollte, finde ich, die Kameraleute. Wir haben auch sehr viele Leute, die im Ausland mit uns zusammenarbeiten und an die man natürlich in solchen Stunden auch denkt. Auf was freuen Sie sich heute Abend? Natürlich auch also auf meine Preise. Jungs natürlich, auf Adoro, den ich den Preis überreichen darf, aber vor allem auch auf Olivia Newton-John. Ja! Xanadu! Ich war 9, als ich das zweite Mal in meinem Leben im Kino saß. Das erste Mal war Bambi. Ich kann sagen, Grease hat mich mehr beeindruckt und mehr nachhaltig verändert als Bambi. What was it like walking down our red carpet? It's blue, first time. Inside it's blue, yes, but I hope outside it's red. Yeah, no, it was great. There were lots of people and it was lovely. A lot of young faces out there. But what are people like outside? Screaming and yelling? Screaming and yelling. They're waiting for Tokyo Hotel. Very excited, yeah. You'll be honored with the Radio Regenbogen Award tonight. What does that mean to you? Well, I think it's wonderful to receive an honor, even though I don't feel I've done anything particularly special. But I like to be able to talk to people about breast cancer awareness and reach other women who are going through it so I can support them. So I'm grateful. Thank you.